Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja einer unserer vier Anträge, die an den Schluss gesetzt werden. Da ist das immer so, geht das so locker dahin. Aber dieser Antrag, der ist einer, der ist entscheidend für die Zukunft unseres Landes. Und die Bildungsministerin hat ja selber in ihrer Regierungserklärung heute Morgen einige Male gesagt, dass wir also unsere Kinder gefördert werden müssen, nach ihren Fähigkeiten bestmöglich gefördert werden müssen. Und sie hat gesagt, die Köpfe unserer Kinder sind die Zukunft des Saarlandes. Ich kann das alles nur unterstreichen. Allerdings möchte ich das mit den Köpfen, möchte ich etwas erweitern, so wie wir auch nicht sagen, wir wollen eine Schule oder ein Schulsystem für Hochbegabte, sondern wir greifen das viel weiter. Wir sagen für Sonderbegabte. Und da ist auch bei Hochbegabten und Kopf, da meint man da immer, das wäre dann Mathematik und Physik und vielleicht auch Schachspielen oder sowas. Ja, aber Sonderbegabung, die kann auf allen Gebieten sein. Das kann eine künstlerische Sonderbegabung sein, eine sprachliche Sonderbegabung, eine sportliche Sonderbegabung, eine handwerkliche Sonderbegabung. Sonderbegabung in jeder Hinsicht. Und das ist dann nicht nur der gesamte Kopf oder der Kopf unserer Kinder, sondern unsere Kinder insgesamt in ihrer Gesamtheit komplett. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. So, und unsere Kinder müssen wir bestmöglich fördern. Und wir haben ja ein System, ein Fördersystem für unsere schwachen Kinder, für die behinderten Kinder. Und das ist auch gut so. Und das ist unverzichtbar. Und das kostet auch Geld. Und das Geld ist gut angewandt. Aber das andere, nämlich ein solches System, ein solches Schulsystem aufzubauen für unsere sonderbegabten Kinder, ist natürlich genauso teuer, aber das ist viel unverzichtbarer, nämlich die Kinder, die dort gefördert werden, das werden die sein, die es nachher noch ermöglichen, dass wir die anderen Förderschulen bezahlen können. Ich kann ja vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel anführen, wenn ich jetzt, der FC Bayern München hat ja vor ein paar Tagen ein wichtiges Spiel gewonnen und ich habe nichts gegen Platzwarte oder irgendwas, das sind auch wichtige Leute, die gehören auch zum Verein dazu, aber wer ist denn für Bayern München wichtiger, ein Platzwart, den man auch leicht ersetzen kann, oder Thomas Müller zum Beispiel, der in der Mannschaft gespielt hat, die dort gewonnen haben und die dazu beitragen, dass dieser Verein ein Verein ist, der über Hunderte von Millionen oder Milliarden Euro verfügt. Mit anderen Worten, es ist für uns ganz wichtig und unverzichtbar, dass wir unsere behinderten Kinder fördern, so wie es ihren Anlagen entspricht. Und da sind wir im Saarland, das weiß ich, wirklich vorbildlich. Aber genau die gleiche Förderung, die müssen wir unseren sonderbegabten Kindern zukommen lassen. Und das geht nicht mit Beratung hier, Beratung dort. Das würde auch unseren behinderten Kindern nicht helfen, wenn man nur Beratung anbieten würde. Nein, man muss ein Schulsystem anbieten, wo ernsthaft gearbeitet wird, auf der einen Seite, um die Behinderungen auszugleichen und auf der anderen Seite, um die Begabungen, diese Sonderbegabungen noch speziell zu fördern. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und ich bitte Sie, ernsthaft mal darüber nachzudenken und vielleicht bringen Sie es ja mal, CDU oder SPD oder wer die Mehrheit hat und dann stimmen Sie dafür, wir stimmen auch mit oder wenn Sie nicht mit uns gemeinsam was abstimmen, stimmen wir auch noch dagegen, wenn es sein muss. Aber diese Geschichte, die ist unheimlich wichtig und ich bitte Sie, das darüber nachzudenken und Sie werden Ihren eigenen Kindern oder Enkeln einmal Rechenschaft ablegen müssen, warum sie dagegen gestimmt haben. Und das ist mit ein Grund, weshalb wir, obwohl das mir auch nicht gefällt, dass ich am Schluss der Tagesordnung hier das immer wiederholen muss, aber wir bringen es, damit die Leute sehen, was sie ablehnen. So, und sie müssen ihren eigenen Kindern gegenüber Rechenschaft ablegen, warum sie diese Dinge ablehnen. Dankeschön.